Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Ich bin Dario und ich möchte dir heute erklären, warum es nichts bringt, es auf Sicherheit zu spielen bzw. safe zu spielen, wenn du dich weiterentwickeln willst. Und zwar viele Leute wollen etwas im Leben erreichen, wollen aber gleichzeitig die Sicherheit haben, eine Sicherheit haben. Und das sind zwei Dinge, die sich widersprechen, denn nur wenn du etwas riskierst, bekommst du auch etwas. Das ist vergleichbar. Ich glaube, das einfachste Beispiel ist Sport. Wenn du, keine Ahnung, seit 3 Monaten trainierst, immer dieselbe Übung machst mit denselben Frequenzen und die Schwierigkeiten nicht steigerst, wird sich dein Körper auch nicht weiter anpassen. Er wird dadurch nicht stärker oder muskulöser oder ausdauernder. Deswegen musst du die Schwierigkeit erhöhen. Und die Belohnung dafür ist, dass dein Körper sich anpasst. Genau das Gleiche ist, wenn du dich weiterentwickeln willst. Du musst dich Situationen aussetzen, die unangenehm sind, beziehungsweise die Stress für dich bedeuten. Ich habe da ein Beispiel. Ein Freund von mir, den ich in Kanada getroffen habe, der war zu dem Zeitpunkt 30, hat bei einer Bank gearbeitet und hat dort ganz gut verdient und hatte eine schöne Wohnung, alles, was man so will. Und irgendwann ist er aufgewacht und hat gemerkt, das ist eigentlich so gar nicht, was ich will. Meine Leidenschaften sind eher im Outdoor-Bereich, Skifahren, Klettern, Surfen. Und irgendwie macht mir das keinen Bock mehr. Und er ist dann auf die Idee gekommen, ich mache meinen eigenen Outdoor-Laden auf. Weil ich die Sachen dort billiger bekomme, weil ich dann leidenschaftlich dabei bin. Und was hat er gemacht? Er hat von heute auf morgen seinen Job gekündigt, seine Wohnung verkauft und alles, was er besaß, und ist ein paar Jahre rumgereist durch Kanada und hat sich die Skigebiete angeschaut. Irgendwann ist er auf ein Skigebiet gestoßen, dort wo ich ihn kennengelernt habe, das ihm am meisten zugesagt hat. Und dort hat er sein Geschäft aufgemacht. Und dadurch, dass er eine ganze Zeit lang rumgereist ist, hatte er nicht mehr viel Kohle zur Verfügung. Also musste er das Geschäft aufziehen und innerhalb von 3 Monaten Geld verdienen, damit er nicht pleite ist und auf der Straße lebt. Und er hat es geschafft. Mittlerweile ist dieses Geschäft echt riesig geworden und das größte dort in dem Ort. Und er kann davon gut leben und folgt im Prinzip seiner Leidenschaft. Was hat er gemacht? Er hat sich im Prinzip einem extremen Risiko ausgesetzt und alle Sicherheiten über Bord geworfen und gesagt, okay, ich muss das jetzt schaffen, weil andernfalls lande ich auf der Straße und bin im Arsch. So krass musst du es nicht machen, wenn du dich weiterentwickeln willst. Was ich damit aber sagen will, ist, du musst dich einfach Situationen aussetzen, die unangenehm für dich sind. Das kann zum Beispiel schon sein, dass du im Studium oder in der Schule einen besseren Notenschnitt, zum Beispiel einen 1,5er Schnitt haben willst. Dann kannst du zum Beispiel hergehen und zu deinen Freunden, Bekannten und Familie sagen, hey Leute, ich will einen 1,5er Schnitt. Und dich werden diese Leute immer wieder fragen, hey, wie sieht's eigentlich aus mit deinem 1,5er Schnitt? Und es ist einfach unglaublich nervig, sich und vor allen Dingen diesen Leuten dann sagen zu müssen, ja, es sieht scheiße aus mit dem 1,5er Schnitt. Und genau diese Angst davor, diesen 1,5er Schnitt nicht zu bekommen, treibt dich an. Also du setzt dich in einer unangenehmen Situation aus und mit der Zeit wird diese unangenehme Situation eine Situation, an die du dich gewöhnt hast. Eine Situation, die für dich komfortabel ist und dieser 1,5er Schnitt ist für dich gar keine große Herausforderung mehr. Das ist im Prinzip das, dass du dich immer weiter unangenehmen Situationen aussetzt, die dich aus deiner Sicherheit, aus deiner Komfortzone rausbewegen. Nur so kannst du dich weiterentwickeln. Wenn dir das Video gefallen hat, subscribe meinen Channel, einen Daumen nach oben wäre auch cool und ein Kommentar sowieso.